Briefe an die Masern. In dieser Podcast-Reihe geht es um Shutdown-Situationen in der Familie Mendelssohn. Angefangen mit der masernquarantäne quarantäne bei den mendelssohn bartoldis 1830. Folge 7 setzt die Berichte vom Cholera-Ausbruch 1831 fort. Jetzt aus der Perspektive des Reisenden Felix Mendelssohn-Bartholdy. Der soll den Seuchenherd Berlin... Auf Befehl seines Vaters unbedingt vermeiden und sich selbst in Sicherheit bringen, also weiterfahren nach Paris. Am 3. September 1831 schreibt der 22-jährige Felix Mendel zum Bartholdi, während er auf seiner europäischen Bildungstournee in München Station macht, an seine Familie in Berlin. Wäre ich doch bei euch! Aber seit ich gestern Vaters Verbot empfing, darf ich nicht mehr daran denken. Und so will ich euch auch nicht weiter mit meinen Gedanken plagen, sie wären unerfreulich. Gestern war es ein schlimmer Tag. In Augsburg kam ich müde und gleichgültig an, nehme die Zeitung in die Hand und sehe, wie viele Personen in Berlin erkrankt seien. Ich werde die schwarzen kleinen Buchstaben ewig vor mir sehen. Zehn Tage zuvor war die Cholera in Berlin angekommen, als auf einem Torfkahn, der in Charlottenburg anlegte, ein Schiffer starb. Die Mendelssohn-Familie ist zumindest medizinisch gut versorgt in ihrem Unterstützungsnetzwerk mit dem Solidaritätsverein Gesellschaft der Freunde. Der Komponist Felix unterwegs ist auf sich allein gestellt, gereist, ist er bisher am liebsten mit Freunden, wenn er krank war, hat sich immer jemand gekümmert. Momentan fühle er sich gesund wie noch nie, schreibt er an seine Mutter. Alle Leute meinen, er sehe stärker aus als im Jahr zuvor. Das klingt wie das Pfeifen im Wald. Seine Briefe zwischen Panik und Beschönigung demonstrieren, wie schwierig es ist, unsichere Wahrheiten mitzuteilen, wenn man nicht weiß, wie andere sie aufnehmen. An deren Lage man nichts ändern kann. Zwischen den Zeilen steht die Angst vor der Epidemie, aber die ist ja noch in Berlin. Du schreibst, du wolltest nicht, dass ich käme, antwortet Felix dem Vater. Mich hat dein Befehl entschieden, seitdem bin ich auch weniger konfus. Denn ängstigen tue ich mich nicht euren wegen und ich will es nicht. Ich habe in Italien wohl jeden Brief mit Herzklopfen aufgemacht, weil Wochen dazwischen lagen und werde es jetzt vielleicht noch mehr haben. Aber die Krankheit und die ganze Welt steht in Gottes Hand und somit bin ich heiter. Nebenbei geht es hier aber auch ums Musikgeschäft. Ich werde sehen, den Opernauftrag zu erhalten. Wenn die Cholera hier ins Land kommen sollte und sich auf irgendeine Art hierher wendet, so eilig natürlich, so gleich nach Frankreich. 1831-32 sind zwei düstere Jahre für die Mendelssohn-Bartholdys. Der Vater muss die Pleite einiger Geschäftspartner und eigene hohe Verluste verkraften. Die Familie weiß nicht, wie ihr Lebensstandard künftig aussieht. Viele Briefe aus dieser Zeit der Befürchtungen wurden nicht überliefert, dürften verloren sein. Fanny Hensels Tagebucheinträge... Sind ziemlich überschaubar. Aber zahlreiche Reisebriefe des Familienstars Felix treffen regelmäßig ein in der Leipziger Straße 3. München, den 16. September. Ihr Lieben, in dieser ängstlichen Zeit ist es mir doppelt notwendig, so oft als möglich Nachricht von euch zu haben, denn es ist ja der bloße Anblick der Schrift die Hauptsache, und wenn ich die ersten ruhigen Worte hervorkommen sehe, dann wird mir auch selbst wieder fürs Erste ruhiger zumute. Natürlich werde ich eurem Willen wörtlich folgen, nach Paris zu gehen, sobald die Krankheit und somit Quarantäne mich hier ereilen könnte. Bis jetzt ist im ganzen Lande aber keine Spur davon. Ich selbst denke nun auch so viel, Öffentliches als möglich zu unternehmen und will zu dem Ende hier wahrscheinlich ein Konzert geben und den Winter in Paris so viel spielen und aufführen lassen wie nur geht. Das heißt natürlich, wenn bis dahin die ganze Welt nicht etwa in Flammen steht. Und wenn nicht der jüngste Tag schon da ist und wenn nicht alles geschieht, was in einer Zeit wie die jetzige geschehen kann. Die Briefe aus München sind voller Dankbarkeit für das Heitere in den Tag Leben an der Isar das trübe Gedanken vertreibt. Ein solches Schreiben an den engen Freund Eduard Rietz vom 22. September schlägt aber plötzlich um. Nun ist die Cholera bei euch und Gott mag es wissen und mich davor beschützen, was jeden Augenblick geschehen kann. Und liebe Freunde von dir hat schon ein schweres Unglück getroffen und du musst wohl besorgt und düster sein und ich wohl auch, aber... Wenn du diese Zeilen zu sehen bekommst, vielleicht liegt das alles dann schon hinter uns. In seinen Briefen an die Familie thematisiert der Sohn und Bruder die Sorge füreinander, entschuldigt sich für verzögerte Antworten, beteuert das eigene Wohlsein und beschwört die Seinen, euch nur meinetwillen nicht zu ängstigen, wenn einmal ein Brief ausbleibt. Er verspricht, falls Krankheit ihn am wöchentlichen Lebenssignal hindere, würde ich es euch sogleich schreiben lassen, damit solche Ängstlichkeit niemals stattfinden kann. Im Postskriptum, bemerkt ein Bekannter der Bankier von Kersdorf, die leidige Cholera habe man ja nun in Berlin. Gottlob bald überstanden. Uns steht sie noch bevor, doch muß ich gestehen, dass ich mich nicht im geringsten fürchte. Mitte Oktober erfreut Felix seinen Vater mit Meldungen von hohen Konzerteinnahmen und königlich-bayerischer Belobigung. Er bittet um Rat bezüglich der Route nach Paris wegen des Krieges in Belgien und ob langweilige Quarantänen vielleicht zu vermeiden wären. Angekommen an der Seine erlebt Felix Mendelssohn Bartholdy die Metropole, die er bisher nur in väterlicher Begleitung besucht hatte, unbehaglich. Ihn stört unter anderem die schlechte Qualität der Musik. Ich möchte aber, ich wäre schon in London, schreibt er am 20. Dezember dem Freund Klingemann, der ihn dort erwartet. Denn gestern, wie ich in den Zeitungen die Fortschritte der Cholera las, die in Newcastle eingetroffen ist, wurde mir etwas bange. Er will auf keinen Fall, dass der Vater ihm nun sein Wiedersehen mit England verbietet. Am liebsten wäre ihm, die Cholera sei stattdessen in Frankreich und er müsse sich vor ihr nach London retten. Dann ereignet sich ein Unglück, das momentan alles andere verdrängt. Die Nachricht vom Tode seines Freundes Eduard Rietz erreicht Felix an seinem Geburtstag Anfang Februar. Vier Wochen später ist die Cholera im Brief an seine Eltern fast schon zu einem Hauptthema geworden. Der Bruder Paul soll bei Bankiers Freunden einen Ausbildungsplatz erhalten und nun anreisen, gerade jetzt trotz nahender Cholera. Zugleich kämpft Felix aber darum, dass ihm selbst wiederum sein Englandbesuch nicht solchen halber verboten werde. Er wolle dort Geld verdienen, wolle den Aufenthalt selbst bestreiten, in England sei ja die Cholera, das lese man überall, so gut als gehoben. Was dagegen in der französischen Hauptstadt passiert, hat eindrucksvoll Heinrich Heine geschildert. Er und Mendelssohn Bartholdy kennen sich, laufen sich in Paris über den Weg. Der Komponist meldet nach Berlin, der Dichter fliehe vor der Cholera aufs Land. Er muss aber von dort wieder zurückgekehrt sein. Für die Augsburger Allgemeine Zeitung beschreibt Heine am 19. April die unumschränkte Herrschaft der Epidemie, die ohne Rücksicht auf Stand und Gesinnung tausendweise ihre Opfer niederwirft. Ihr glimpflicher Verlauf in England habe die Franzosen sorglos gemacht. Elend in der Bevölkerung, kolossale Unsauberkeit in allen Milieus, leichtsinn und fehlende Vorsichtsmaßnahmen zeitigen Folgen. Am offiziell verkündeten Ankunftstag der Seuche tummeln sich die Pariser bei herrlichem Wetter auf den Boulevards, verspotten mit grotesken Masken die drohende Krankheit. In einem der Ballsäle nimmt der lustigste der Harlekine plötzlich seine Maske ab, unter der ein feilchenblaues Gesicht zum Vorschein kam, beschreibt Heine. Wagen voller Menschen werden vom Ballsaal ins Zentralhospital gefahren, versterben gleich und werden begraben, zum Teil in buntscheckigen Narrenkleidern. Maßnahmen der Gesundheitskommission, die Müll und Kot von den Straßen beseitigen will, führen zum Konflikt mit jenen, die von der Abfallverwertung leben. Aus ihrem Aufruhr und aus dem Gerücht, die Toten seien Opfer einer organisierten Volksvergiftung, entstehen Unruhen. Lynchüberfälle auf angebliche Giftmischer. Diese Totschläge, analysiert Heine, seien wohl aus politischen Gründen angezettelt worden, als Attacke auf die Staatsordnung. Den folgenden Shutdown beschreibt er als Totenstille über ganz Paris, steinerner Ernst auf allen Gesichtern, Wenige Menschen auf den Boulevards, die Hand oder ein Tuch vor dem Mund. Ausgestorbene Theater. Die meisten Fremden sind abgereist. 120.000 Pässe für flüchtende Reiche hat das Rathaus ausgegeben. Die Unterschicht murrt, weil sich Geld nun doch als Schutz vor dem Tod erweist. Als Geheimpanzer gegen Cholera gilt Flanellbekleidung. Priester bieten dem Volk Rosenkränze als Schutzmittel an. Die Saint-Simonisten, eine frühsozialistische Sekte, behaupten, sie könnten nicht an der Seuche sterben, weil die Zahl ihrer Apostel nicht vermindert werden dürfe. Die Zeitungen räumen ein, dass an einem Tag, dem 10. April, 2000 Menschen gestorben seien. Das Volk ließ sich nicht offiziell täuschen und beklagte beständig, dass mehr Menschen stürben, als man angebe leichenzüge leichenwagen denen niemand folgt möbelwagen als toten omnibusse umgebaut särge in vier kann, aus deren seitentüren beide enden herausragen in der nähe des friedhofs père Lachaise kommt heine aus dem pulk einiger hundert leichenwagen stundenlang nicht heraus man kann an den sterbebetten das sterben lernen und nachher mit heiterer Ruhe den Tod erwarten, sinniert er. Aber das Begraben werden unter die Cholera-Leichen in die Kalkgräber, das kann man nicht lernen. Felix Mendelssohn-Bartholdy hat am 10. März noch einmal seinen Freund aus London im Brief nach Haus zitiert. Die Cholera sei ein Popanz, gerade gut 200 Fälle und 121 Tote, dabei mancher simple Durchfall. Er will seine Reisepläne nicht durchkreuzt sehen. Am 31. März erwähnt er eine Konzertidee, die sich nur realisieren ließe, wenn die Cholera nicht die Leute von musikalischen und sonstigen Vereinigungen abhält. Am 2. April rät er dem Bruder Paul, nicht eher zu kommen, als bis die Cholera vorbei oder wenigstens ganz im Abnehmen ist. Der erste Schrecken sei größer als gedacht. Das ganze Haus des Bankierfreundes Leo sei in Panik. Konzerte würden abgesagt. Die Musiksaison sei für dieses Jahr passé. Sein Familienbrief vom 9. April, ein Tag, an dem 800 Infizierte sterben, ist voller Beschwichtigungen angesichts der vielen Zeitungsschrecknisse und Übertreibungen, um euch nicht unnötig in Unruhe zu versetzen. Felix bemerkt lediglich, die Leute seien wirklich ganz außer sich. An Musik und Zusammenleben sei nicht mehr zu denken. Im Geburtstagsbrief an die Schwester Rebecca vom 11. April witzelt er darüber, welchen Eindruck das Ungetüm auf die Franzosen mache. Alles sei wie durch einen Zauberschlag umgewandelt wer könne fliehe in sein landhaus als werde das ungetüm wenn es von moskau nach berlin, von london nach paris springe sie da nicht auch finden an öffentliche vergnügungen denkt kein mensch um seinen konzertplan sei es geschehen er befolge mutters ratschläge um jede erkältung zu vermeiden was wirklich passiert ist verrät er scheibchenweise, erst den Freunden Beermann und Klingemann und dann, glücklich in London angekommen, seinem Vater. Er habe einen kleinen Anfall von der entsetzlichen Krankheit gehabt, habe sich den Winter über verdrießlich wie ein Meerschweinchen, unwohl wie ein Fisch im Sande gefühlt und sei krank geworden wie noch nie. Die Mutter seiner verstorbenen Klavierlehrerin Katharine Kienet habe ihn aus seinem einsamen, unversorgten Quartier zu sich ins Haus eingeladen. Mir war es zumute, als sei es vorbei. Ohne sie wäre es schlimm geworden. Ich musste im Bett liegen, meinen Bauch von einer alten Frau reiben lassen, warme Tücher tragen, viel schwitzen, nichts essen, alles zum Teufel wünschen, Münzpillen nehmen, mich langweilen und somit meinen Ärger, mein Bauchweh und die anziehende Cholera ausschwitzen. Die habe in Paris entsetzlich gerast, gibt er nun zu. Die Leute gingen abends nicht mehr aus, keiner dachte an Musik, nur an. Kolik. Am 14. Juni schreibt Fanny Hense ins Berliner Tagebuch. Es ist ihr letzter Eintrag für das dramatische Jahr 1832. Felix hat die ganze grässliche Cholera-Zeit in Paris mitmachen müssen, weil er selbst einen Anfall davon hatte. Madame Quirinet hat ihn mit vieler Liebe und Treue gepflegt. In 14 Tagen hoffen wir, ihn wieder hier zu haben und wollen dann. Schöne Zeit erleben, so Gott will.